Moin moin meine lieben Leute, willkommen zurück zu Lost in Random. In der letzten Folge haben wir den lila Faden gefunden und jetzt suchen wir uns mal den blauen oder den roten. Mal sehen, was uns als erstes in den Schoß fällt. Was steht hier? Vierburgplatz, Vierstadt, Wahrsagerzelle, Viermanns Roulette Arena. Okay, wir müssen jetzt mal gucken, wo wir das finden. Ich gehe nochmal ganz kurz hier rein und da steht da drin. Die Teppichleserin in der Vierreiterstraße und hier beim Würfelmacherplatz. Okay, müssen wir das mal suchen, wo das genau ist. Oh, da gibt's Engen. Dicey, Kiki, Chub. Hi, Stephen Dicey. You look like me? What? What? Wer sucht uns denn hier? Zu fangen. Nehmen die Plakate ab. Eins von fünf. Okay. Kriegen wir hin, Plakate zu finden. Yeah, I think we're in trouble. Even was in trouble. I'm the narrator, so I'm allowed to just tell you things like that. She was definitely in a lot of trouble. Unless she tore them down, those posters were going to make things worse. Wieso haben wir ja schon zwei Poster? Naja. Gut, ich wollte jetzt das andere Ding hier haben, und zwar den mal kaufen. Gott. Und eine goldene Nadel dazu bekommen, das ist natürlich gut. Heard any good ghost stories lately? Keine Ghost-Geschichten für dich. Das haben wir schon gemacht, oder? Hatten wir schon, ne? Haben wir es rausgeholt, ja genau. So, pass mal auf, hier steht ja noch jemand. Okay. Hier ist die Vierreiterstraße. Fragen wir mit ihr. Obsessed? Who wouldn't be? Wie sieht er denn aus? Hair like the hair of the gods, and his cheeks like the cheeks of the gods, and his shoulders. Wie die Schulter der Götter? Oh, precisely. The man is perfect. I think about him all the time. Wer bist du, wenn er nicht da ist? I don't understand. We're in love. Was hast du gemacht, bevor du ihn kanntest? Hast du irgendwelche Hobbys? Oh, I like what he likes. Stamp collecting, for instance. Have you Na seen klar. Him? Last I heard, he wants to challenge one of the foreman's game arenas. That seems like days ago. Could you deliver a message to him for me? Klar, natürlich. You're a peach. Tell him I love him and that he's perfect. And if he wants ground steak for dinner, to let me know so I can start preparing the fixing. But if he wants chicken breast for dinner, I can do that too. But just let me know so I can start preparing the fixing and ask him what he wants me to wear tonight. And tell him if he doesn't like my hairstyle to just let me know and I'll get it cut before he gets home. Okay? You've got all that? Habe ich alles. Du musst wieder einen Anschein. Okay, aber was wissen? Okay. I need to be his own person. Okay, bye. Thanks for delivering my message. Gerne. Ah, jetzt können wir da rein. Okay. Okay, also noch ein Arena-Kampf. Machen wir gleich. Gut. Jetzt machen wir sie. Kommen wir zum Code da oben wieder. Und dann war die, muss die Arena hier hinten irgendwo sein, ne? Oder wo ist die? Nee, die ist da vorne durch, ne? Verloren sehen lassen. Ne, hier ist es auf jeden Fall nicht. Komm, rennen wir mal da hinten hin. Oh, da ist noch so ein Ding. Wer in seine Ghost geschieden? Ach, guck mal, hier ist ja schon die Arena. Können wir direkt rein? Oder haben wir genug Münzen für Manny? Weiß ich gar nicht, nur mal kurz. 60. Was machen wir denn? Joker, Risiko oder Schaden? Wir machen mal auf Schaden. Die sehen ja cool aus. Kannst du gar nicht mitnehmen von. Was ist das denn? Wenn ein Spiel gefunden ist, bewegt sich. Okay, das hatten wir. Was ist das denn hier? Vierstadtsrache. Beschwöre den rachsüchtigen Geist von Vierstadt. Er bewegt sich langsam und fügt allen Gegnern Schaden zu, die ihm im Weg sind. Okay, was ist das? Würfelschneider. Zu einem zischenden Faden, der alles durchschneidet, das sich eben in den Weg stellt, gehören immer zwei. Okay. Zeitfall. Ich würde den mal kaufen hier. So. Den müssen wir jetzt nochmal einsetzen hier bei uns. Pass mal auf. Müssen wir hier unsere Karten da. Also, Gesundheit bleibt drin. Dreier-Schwert muss auch drin bleiben. Einer-Bogen lassen natürlich auch drin. Diesen kritischen Würfel, finde ich, den nehmen wir mal raus. Hand des Königs nehmen wir auch mal raus. Das Glück, die Händchen bleibt drin. Kristallfluch bleibt auch drin. Blinzelangriff bleibt auch drin. Schmiedeblinzeln. Ja, lassen wir auch mal drin. Okay, wir gucken mal, was wir jetzt reinnehmen. Ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall den mal mit rein. Was ist das denn hier? Ein Fluch, der Gegner in seinem Umkreis schwächt.
Verwandelt die Schleuder in einen Bogen des Regelmeisters und 10 Pfeile. Das nehmen wir auch mal mit. Oh, hier ist ein goldenes Ding. Zweierhammer. Nehmen wir den auch mal mit. So. Gucken wir, ob das klappt mit diesen beiden. Huch. Hat er das übernommen? Ich hoffe, er hat es übernommen. Nein, kritische 20 sollte raus. Hand des Kings wollte ich auch was haben, also muss ich normal nehmen hier. Dich und dich. So, das war's. Dann raus. Wieder herstellen? Nein, aber raus. Zack. So, jetzt müsste sie drin sein, ne? Ich muss mal gucken, nicht. Ist das, da ist es ja. Okay, gut. Perfekt. Gut, dann lass uns hier reingehen ins Spiel und gucken, dass wir da irgendwas reißen können. Schauen wir mal. Was ist er denn hier? Oh, warte mal. Du hast jedenfalls ein bisschen Gold über deinen Kopf, du Affe. So. Vigilante for hire. Freelance Police for hire. Na gut. Also, noch ein Spiel. Mhm. Ich denke mal, alle Fäden müssen gespielt werden. Also, wenn man die haben will. Hallo Manny, ich habe leider keine Kohle, dass ich das kaufen könnte. Oh, hier sieht es aber ein bisschen neu aus. Was jetzt? Oh, jetzt habe ich es gestartet, glaube ich. Aha, die Leiter kommt nach und nach runter. Okay, dann müssen wir gucken, was wir da machen müssen. Bin mal gespannt. Kann ich da schon gegenschießen? Aha. Okay, vielleicht sollen wir nicht alle aufmachen. Lass uns mal einen auf. Und wir würfeln. Okay. Ziel dieses Brettspiels ist es, eine Fluchtleiter auf dem Boden der Arena abzusenken. Bewege dazu Kugeln in die Grube in der Mitte der Arena. Jede Kugel, die du in die Grube förderst, senkt die Leiter einen Schritt ab. Erreicht sie den Boden der Arena, ist das Spiel vorbei. Wenn du mit Dicey würfelst, erscheinen in den Schächten, die die Arena umgeben, neue Kugeln. Die Zahl der neuen Kugeln entspricht der gewürfelten Augenzahl. Schieße mit deiner Schleuder auf die Knöpfe an den Schächten, um die Kugeln freizugeben. Anschließend kannst du sie mit weiteren Schüssen in die gewünschte Richtung bewegen. Klingt doch gar nicht so schwer. Okay. Oh. So, wollen wir mal machen hier. Boom. Ja, können wir das machen? Ist schon eine Kugel angekommen hier irgendwo? Ne, die kommt wahrscheinlich jetzt erst gleich, ne? Okay. Da ist die Kugel. Runterfallen da. Fällt die Kugel nicht mal alleine rein? Doch, jetzt hat er hier reingeschissen. Okay. Okay, pass auf. Und nochmal würfeln. Aber das ist gar nicht so leicht. Wenn du mehr Gegner da kommst, so schwierig wäre es natürlich auch. Ich benutze jetzt alles.
So. Ah, müssen wir schon was werfen hier. Sonst wird das nichts. Warte, ich schleudere in einen Bogen des Regelmeisters. Klingt eigentlich ganz gut. Wir machen mal den erstmal. Und dann. Ach, ich glaube, das mache ich mal. Ich teste das mal. Ja. Ach Mist. Das ist natürlich dumm. Wir müssen jetzt die Gegner besiegen hier. So, sammeln wir alle ein. Okay, jetzt können wir hier mischen. So, leider kommen wir schon weiter runter jetzt. Out of cloaks, roll your dice to get more. Ich will mich kurz würfeln, dass wir noch eine Waffe bekommen, wenn wir rein. Das finde ich jetzt gut eigentlich. Und den packen wir auf Warteliste. Ja, super. Baller mal deinen Kumpel ab da. Oh, Mist. Oh, Tauni. Ach, scheiße, ich bin doch hier voll im... Oh Mist, das war aber schon... You're halfway there. Oh! Ich hab dich abgeschossen, was? Warum nicht? Nein! Oh, ist... Mal kurz was werfen hier. Oh, jetzt müssen wir schon aufpassen hier. Oh. So, warte mal. Sind wir noch ein hier? Oh, jetzt habe ich getroffen, der Apfel. Leben brauche ich jetzt mal hier. So, den auf jeden Fall einmal. Denn das Ding lassen wir auch noch raus. So, hier können wir schon heilen. Mal passen, dass wir nicht von den Kugeln getroffen werden. Was sehr blöd ist.
würfel nochmal. Muss doch eigentlich schon vorbei sein hier, oder nicht? Komm runter, der Kugeln. Nein. Nein. Shit. So. Kann ich auch... Ich kann, glaube ich, auch schon hin, ne? Ich musste nur die Gegner noch besiegen. Ein versiegelter Brief an Odessa Fernherr von der Liebe ihres Lebens. Bringen wir den Brief, kriegen wir wahrscheinlich das nächste Band. Gut, wir gehen jetzt hier hoch. Okay. Der nächste Faden, würde ich sagen. Oh, es reimt sich sogar. Der nächste Faden, würde ich sagen. Kann ein bisschen schneller kann. Oh, guck mal, sie kann noch hochspringen. Okay, das ist natürlich viel cooler. Hätte ich das mal vorher rausgefunden. So. Dieses Ticken, das ist nur, weil ich diesen einen Schalter da geschossen habe. Das war so dumm von mir. Hätte ich erstmal nicht gemacht. Nun ist es zu spät. So, ich muss gucken, wo sie war. Wo stand sie denn nochmal? Ah, ne? Genau. So. Hast du ihn gefunden? My guiding star, my prince? Nein, aber ich habe einen Brief gefunden. A letter? Let me see. Dear? Oh, he calls me dear. And then he goes on to say that the longer we were married, the more I became just a reflection of him, and he a reflection of me. He goes on to say that I'm not the woman I fell in love with, and he's not the man he used to be either, and that we both deserve better. We deserve to be full people. He then says, this isn't healthy. Okay. He needs to find time apart to rediscover who he is, and he hopes I'd do the same. Oh no, he's gone. He's gone, and he's not coming back. I've lost everything. Nein, das hast du nicht. Du hast doch dich selbst. I don't want me. I want him. But then again, maybe all hope isn't lost. Maybe if I did what he said, if I try to figure out who I am when I'm by myself... If I rediscover who I used to be and truly am and break free of obsession and idolatry and become a fully realized person again, then maybe he'll take me back. Ich sag mal, es wäre ein Versuch wert. Exactly. It's the only way forward. Let me give you this. It's a red band. I was going to give it to him, but I want to give it to you instead. For all your help. And when you look at it, you can remember me and him and us. Oh, dear. Well, even had helped a lovesick woman realize she was worth more than just idolatry. And the red thread she'd been given must have a use somewhere, right? Klar. Super. Gut, was fehlt jetzt noch? Oh, da ist da, der rote Faden. Gut. Fehlt uns ja eigentlich noch der letzte. Was war das? Der blaue Faden. Die Teppichleserin hatte von zwei einst guten Freunden erzählt, deren Liebe zerbrochen war. Einer davon lebte jetzt allein in der Nähe des Würfelmacherplatzes. Konnte Even die Freundschaft wieder kitten? In der Nähe des Würfelmacherplatzes. Wo ist denn der Würfelmacherplatz? Look, Fortown may have its problems, but gucken wir mal kurz. Naja, ich muss mal kurz irgendwie ein Schild hier angucken. Vierburgplatz, war das da, wo wir hin sollten? Nein. Ja. Wir müssen Würfelmacherplatz, genau. Können wir auf der Karte vielleicht sehen? Ruinen von Vierstadt, Vierlohnegassen, Wahrsagerzelte. Gibt's das gar nicht? Doch, Würfelmacherplatz, da oben, okay. Dann müssen wir mal hoch. People disappear in there. They mess with powers they shouldn't.
Da geht's zu den Wahrsagerzelten. Hier statt Wir müssen noch bis da hoch. Vier Reiterstraße. Aber wir sind in der falschen Richtung. Hab ich schon erzählt, dass ich es total ätzend finde, hier rumzulaufen. Weil ich irgendwie immer verlaufe hier. Ich bin so. Echt, ich krieg das überhaupt nicht hin. Ach guck, das war ein Zettel, den machen wir schnell mal ab hier. Not on my watch, Nanny. You think she's here? I think probably. Da ist der Würfelmacher Platz und da ist auch schon der nächste Typ. Ich muss das Ding da hinten haben. Nimm die Karte ab. Okay. Kurz das Ding abschießen hier. Out yourself. That dice you've got could get you some unwanted attention. Das ist auch einer. Gut, also bevor wir jetzt mit ihm reden, weil das wird ja der nächste Faden sein, machen wir das erst beim nächsten Mal. Diesmal eine etwas kürzere Folge, aber ich denke mal, wenn wir jeden Faden machen, alle zusammen machen, dann dauert es zu lange. Deswegen vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Abo da, beziehungsweise einen Kommentar. Schnackt mit mir, sagt mir, wo ich mich verbessern kann. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.